Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Winter Up. Ich bin momentan nicht auf dem Server, weil es gerade ein bisschen rumgebackt hat und ich dachte, komm, startest du jetzt wenigstens mal eine Folge, sonst verplant es wieder so wie gestern. So, da wären wir. Ich bin jetzt momentan hier drin, bei mir backt alles. Ihr seht schon. Ich muss es euch nochmal zeigen, kleinen Moment. Ich werde es euch nochmal kurz zeigen. Das ist was ganz trickyhaftes. Also. Ich gucke mein Inventar. Irgendwie ist die Tasche offen. Wir machen folgendes. Ich ignoriere das erstmal, dass hier die Tasche ist. Und ich laufe jetzt erstmal irgendwie nach Hause. Ich muss hier irgendwie rauskommen. Ich habe auf jeden Fall Lohnstaub gesammelt, weil ich irgendwie war auf einer langen, langen Tour und habe mich dann selbst getötet. Und um die Tasche, die ich da hatte, halt zu rekonstruieren, brauche ich die Lohnroute. Die habe ich jetzt gefunden. Eigentlich wollte ich das auch mit euch zusammen machen, aber ich dachte mir, Erst sowas zu finden ist echt scheiße. Wichtiger ist es rauszukommen. Oh Gott, ich habe vergessen, die darf man gar nicht angreifen. Ich war so im Redefluss, dass ich die angegriffen habe. Scheiße, jetzt sind sie hinter mir her natürlich, ne? Ich mache auch alles falsch, ne? Lass uns erstmal nach Hause finden. Also das Wichtigste ist erstmal, dass wir die Tasche nicht anfassen, sondern dass ich erstmal meine Sachen sichere, bevor ich da irgendwas anfasse. Und jetzt, ich muss erstmal nach Hause finden. Es geht nicht anders. Also wenn ich das zu Hause nicht finde, ist vorbei. Bevor, dass ich mir Dia-Schwert jetzt wieder habe, weil, wie gesagt, es hat alles rumgebackt und sobald ich die Tasche öffne, sind meine Sachen da nicht mehr drin und ich habe irgendwie Redstone als Rüstung und ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich könnte mal auf die Koordinaten gucken. Also, bist du sauer auf mich? Ich hoffe nicht. Ich muss auf jeden Fall nicht in diese Richtung. Muss in die andere Richtung. Oh, guck mal, bitte. Yay. Also, ich muss irgendwie in diese Richtung. Denn da ist mein Zuhause. Und wenn ich weggehe, ist das ein bisschen blöd. Und bevor jetzt ich. Nee, da bin ich doch gerade rübergegangen, ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier lang gehe, ne? Also, ich versuche auch möglichst nicht über Lava zu gehen. Das ist ein bisschen blöd. Ich muss erstmal nach Hause finden. Ja, jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Ich erinnere mich. Da hinten, seht ihr das? Da ist so ein ganz langer Streifen. Da muss ich irgendwie hinkommen. Warum ich den Backpack jetzt mit habe, ist einfach folgender Grund. In diesem Backpack befinden sich 35 Diamanten. Und die hätte ich gerne. Eigentlich sind es Deadlines, aber Deadline wird mir bestimmt die Hälfte abgeben. Weil ich sie organisiert habe. Also, kleine Vorgeschichte, wie gesagt, ich bin hier in den Nether gegangen, um ein bisschen was zu farmen. Und, wie bin ich überhaupt hergekommen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Random Feuer. Jedenfalls, bin ich hierher gekommen, Sachen zu sammeln und als ich dann meinen Lohnstaub hatte, habe ich schlussendlich den Backpack von Deadline gefunden. Er ist schon vor Ewigkeiten da gestorben, aber dadurch, dass wir uns im Nether befinden, bleibt da halt die Zeit stehen, weil da keiner drin ist und somit despawnt auch nicht alles. Oh Gott. Jetzt nicht sterben, Zero. Hab ich irgendwas geschlagen? Sag mir bitte nicht, dass mein Essen im Backpack ist. Oh, scheiße. Okay, wir öffnen. Ich muss mich jetzt mal verstecken. Wir öffnen den Backpack. Ja, you have no permission. Ja, jetzt sehen wir schon. Ich meine, ich habe jetzt die Diamanten und alles. Das ist schön und gut, aber mein Schwert ist weg. Wenn ich das Backpack öffne, ist mein Schwert einfach weg. Und wenn mein Schwert weg ist, komme ich hier bestimmt nicht mehr raus. Das heißt, wir lassen schön den Backpack zu. Hm.
Och Mann, was soll ich denn machen? Ich esse aus Verzweiflung jetzt das Rohfleisch hier. Ein paar Probleme ist gut. Komm ich dann nach Hause? Ich muss mal kurz checken. Ich muss in die Richtung, um nach Hause zu kommen. Ich bin komplett falsche Richtung gelaufen. Ich weiß nicht warum. Okay. Ich weiß nicht, warum da ein Loch ist. Die Jungs müssen da wohl ein Loch gebuddelt haben. Oh nein, jetzt ist auch noch ein Gast. Wie soll ich denn heimkommen? Ich werd niemals heil nach Hause kommen. Die einzige Chance ist da lang, aber... Ich hab kein Leben. Ich schaff das nicht darunter. Ich überlebe das im Leben nicht. Wir haben hier Rosrind. Kann ich hiervon noch irgendwas essen? Kann ich die Nesserwarzen essen? Sind die gut für mich? Kann ich das rohe Fleisch essen? Das vergiftet mich, glaube ich, ne? Okay, das rohe Fleisch könnte mich retten. Ich muss nur volles Leben kriegen. Rüstung habe ich immer noch an, okay. Das dämliche Backpack. Was ist, wenn ich das Brot fallen lassen? Dann disconnecte. Dann wieder connecte. Ja! Ich hab das Brot. Okay. Alles gut. Ich hab schon mal das Brot. Dasselbe werde ich jetzt mit den Diamanten machen. Ich will die Diamanten behalten. Das Brot ist weg, wie ihr seht. Das heißt, alles ist in Ordnung. Ich werde aber die Diamanten auf jeden Fall sichern. Nur für den Fall der Fälle, dass das nicht alles so funktioniert. Will ich sie doch wenigstens haben. Deadline muss ja nichts davon erfahren. Er wird höchstwahrscheinlich die Folge sehen und es dann erfahren, aber hey, dann ist zu spät. Ich meine, guckt euch an, was ich hier auf mich nehme, um diese Diamanten zu kriegen. Ganz ehrlich, ich bin ein Göttlicher. Ich meine, meinetwegen kann er seinen anderen Stuff haben. Aber wenn ich es schaffe, mit den Diamanten heimzukommen, dann gehören sie mir. Alles meins, alles meins. So, wir müssen ein ganzes Stückchen lang in die Richtung da hinten. Dann beten wir einfach, dass wir es überleben. Ich finde übrigens die Weihnachtsmusik zusammen mit dem Nessa, das passt wundervoll zusammen. Das ist eine Truhe. Vier und setz... Bruchstein ohne Ende? Da hat irgendjemand sein Zeug reingelegt, kannst du mir doch nicht erzählen. Das kannst du mir doch nicht erzählen. So, wir haben zwei Stacks voll, das heißt, es lohnt sich schon, sie aufzuteilen. So, nichtsdestotrotz muss ich nach Hause. Es ist zwar schön gut, dass hier überall so Zeug ist und so. Vielleicht will ich ja noch eine Leiche, wer weiß. Das ist die falsche Richtung. Hä? Was ist die Richtung, ne? Ja. Na gut, schade. Sonst wäre ich hier gerne noch mal ein bisschen durchgelaufen. Das hilft alles nicht. So, kurz Orientierung fassen. Muss in die Richtung nach Hause zu kommen, okay. Es sieht überall so aus, als hätten wir hier gebaut, aber haben wir leider nicht. Kann ich hier einbrechen? Es muss doch irgendwo einen sicheren Weg geben. Wie ich nach Hause komme. Ich fühle mich wie Findet Nemo. Hä? Okay, bohren wir uns nach oben. Ich meine, ich kann diese Steine eh gut zum Bauen gebrauchen. Riesenmagma. Oh, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich erinnere mich, wie ich... Ah, so bin ich hergekommen. Das sieht nicht gut aus, Leute. Habe ich überhaupt noch in die richtige Richtung? Ich glaube schon, ne?
Nein? Ich werde niemals zu Hause ankommen, alter Schwede. Okay, diesen Zustand nutzen wir auch. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Brot, 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 Brot. Nicht sterben, Sie, nicht sterben. Ich muss einen sicheren Weg nach Hause nehmen. Gehen wir hier entlang. Vielleicht finden wir irgendwo meine Kackspur. Selbstverständlich eine kleine Kackspur gesetzt, damit ich den Weg nach Hause finde. Und alles nur wegen meiner kleinen Auktion. Auktion, sag ich schon, Aktion. Wieso fallen die Jungs eigentlich die ganze Zeit aus der Welt? Oh Gott, das ist so ein schwarzes Skelett, ne? Ich muss mich von den Viechern fernhalten. Ist nicht so gut. Ich laufe sowieso falsch. Oh, chill mal. Oh, wir bohren uns jetzt hier einfach durch. Scheiß auf die Diaxte. Ich habe 35 Dias. Ist mir egal. Ich bohre mir jetzt hier durch. Und fress vergammeltes Fleisch. Solange ich überlebe, Freunde. Oh, der Nessa. Ich muss dazu sagen, ich hasse Nessa. Lebend hier durchzukommen ist so gut wie unmöglich. Ah. Ah. Aha, ha, ha. Ich kann mich nicht entsinnen, so weit gelaufen zu sein. Ich bin im Leben nicht so weit gelaufen. Na gut, ich habe mich mittlerweile noch nicht erholt, ne? Okay, fahren wir mal ein bisschen XP. Und hoffe, dass ich dabei nicht angegriffen werde und sterbe. Und das mache ich jetzt, bis ich mich genug geheilt habe. Also ich mache das jetzt hier nicht willkürlich, weil ich denke, oh, jetzt ist es an der Zeit, XP zu sammeln. Ich bin ja so gut wie zu Hause. Nein, ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit überbrücken, währenddessen ich mich heile. Stromfleisch. Wer weiß, vielleicht finden wir noch irgendwie Sachen von anderen, die gestorben sind. Ich werde, hier sind viele gestorben. Also, Fakt ist, wir müssten, glaube ich, in diese Richtung. Nee. Fakt ist, wir müssen einfach in diese Richtung. Es gibt nur eine Richtung, in die wir müssen, und das ist diese hier. Aber wir müssen auch zeitgleich. Diese. Okay, okay. Das heißt, wir müssen in diese Richtung und in diese. Das heißt, da hinten müssen wir hin, um zum Spawn zu kommen. Da hinten in der Ecke. Das ist nicht dein Ernst, ey. Ja, cool. Sehr schön. Ich bin geliefert. Ich schaff das doch nicht. Und ich bin in die komplett falsche Richtung gelaufen, wie ich voll Horst. Ah. Man braucht nicht mehr so viel essen, ne? Nein, 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 nein. Einfach ausweichen. Oh nein! Nein! Die Diamanten! Oh nein! Hallo Maxi. Die Dias. Verdammt. Nein. Ach, wieso bin ich gesprungen? Ja, ich war verzweifelt. Keine Ahnung, was die Hunde dort machen. Moment, da kann ich auch gleich mal das Fenster richtig hinschieben. Oh Mann. Wie ärgerlich ist denn das? Wir gehen gleich nochmal runter. Wir suchen nach meiner Leiche. Muss ja wohl aufzufinden sein, falls meine Sachen nicht verbrannt sind.
Awesome. Du siehst nicht gesund aus. Naja, willkommen bei mir zu Hause. Hier ist mein Backpack. Und ja. Naja, ich kann euch wenigstens kurz das Zuhause zeigen, bevor wir wieder reingehen. Wir wissen so schnell, die spawnt das nicht. Ja, willkommen in meiner Küche. Hier kann man chillen, gemeinsam mit den Freunden. Ich weiß nicht, welche Taste sich zum Hinsetzen eignet, aber ich kann mich hinlegen. Ich weiß nicht, welche Taste ist denn hinsetzen? Das ist nicht hinsetzen. Das könnte hinsetzen sein. Er nickt mit zu, okay, das ist hinsetzen. Ja, hier kann man chillen, die Herdplatte ist mal wieder an, also das ist ganz typisch Zero, dass die Herdplatte an ist. Der Ofen funktioniert auch für alle, die sich das gefragt haben. Hier ist mein Kühlschrank. Ne? Hier ist ein Stauraum, der ist gerade offen. Und deswegen kann man hier einfach reingucken und dann kann man hier ein paar Sachen rausnehmen. Also schon ganz cool. Hier, das hier ist der Sack von No Chance. Der aber irgendwie nicht wiederkommt, deswegen bewahre ich seine Sachen hier auf. Und ja, das sind meine Sachen, mein Backpack. Ja, was hat sich noch getan? Also ich werde jetzt nicht viel zeigen, weil ich muss jetzt zurück und die Dias holen. Ich habe eine Kugel, die wird eines Tages zum Schneemann mutieren oder digitieren, entwickeln. Ja, da hinten seht ihr Bruchteile von Bugsys Haus. Wir haben einige neue... Der Scheiß. Egal. Wir haben hier ein paar Kollegen gesammelt, mit denen wir traden können. Für 4 Diamanten kriegen wir 1 Smaragd. Warum nicht? Diamantharnisch. Oh mein Gott, Schuss, ich habe 3. Oh, den will ich haben. Der Schmied ist richtig cool. Und du, was kannst du? Atmung 2. Smaragd. Und die könnte ich organisieren. Kompass. Bücherregal, Alter. Wie cool. Eine Uhr, gut, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. 3 Glas. Moment, das stimmt etwas nicht. 3 Diamanten sind 1 Smaragd wert. Und 3 Glas ist auch 1 Smaragd wert. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Sind das mehr Figuren geworden? Oder kommt mir das nur so vor? Naja. Ja, cool. Aber gehen wir mal in Nessa zurück und dann hoffen wir einfach das Beste, dass wir diesen Ort finden. Ich weiß, dass es irgendwas mit 300, 400 war oder so ähnlich. Ja, so schwer wird das schon nicht. Ich werde das nie finden, ey. Nein. Ah, wie mache ich denn das jetzt? Eigentlich müsste ich mit der kompletten Rüstung da reingehen, aber bis dahin könnte es auch despawned sein. Und ich habe mich schon einen Keks gefreut, weißt du, dass ich hier die ganzen Diamanten habe. Gut, ich habe Deadline natürlich auch geklärt, dass ich die habe. Aber trotzdem. Das Schöne an der Geschichte ist, es ist natürlich ganz leicht hinzukommen. Bis zu einem gewissen Grad. Wir gucken mal hier drauf. Ja, also, ihr seht, es ist eigentlich gar nicht so schwer gewesen. Ich weiß gar nicht, wie habe ich es denn geschafft? Wie habe ich es geschafft? Bitte. So weit wegzulaufen. Verstehe ich nicht. Egal. Das kriegen wir schon hin. Cheers, Love, ist das nicht? Dingenskirchenzieher von Blizzard? Ich glaube schon, ne? So. Also, wenn wir gleich den Ort finden, was ich aber stark bezweifle, haben wir noch ein kleines Problem vor uns. Und zwar das Problem... Wie wir da runterkommen, ohne zu sterben, weil ich ja keine Spitzhacke mitgenommen habe, ich Genie. Shit. Ich habe nicht dran gedacht, eine Spitzhacke mitzunehmen. Egal. Egal. Huch! Oh nein, ich bin hier verlangsamt, ne? Lass mich in Ruhe! Nein, bitte nicht. Lass mich doch einfach in Ruhe. Wo ist die Festung? Oh, da ist ein Teil der Festung. Ach, die Jungs waren auch hier. Oh, das ergibt plötzlich Sinn. Aber ich war ganz woanders, ne? Scheiße. Ich bin nach links gegangen. Könnte ich schwören. Vor allem, wie soll man sich jetzt konzentrieren, wenn hinter einem irgendwelche Bastarde sind, die einen abschießen wollen und töten wollen? Okay, wir sind jetzt schon mal bei minus irgendwas, okay.
Und wir laufen in die richtige Richtung. Und die Richtung müssen wir nämlich, um zur Leiche zu kommen. Wir waren bei 300 irgendwas, ne? Da. Okay, ich sehe schon. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Und wir müssen vor allem ganz nach unten. Ich habe jetzt drei Netherziegel. Das ist ein Netherquark, Nether irgendwas. Und da unten muss ich jetzt bis an den Boden kommen. Hat mal mehr 8 Dias. Klar, schüttel ich mir das Meer mit. Okay, es war eine kleine Feuerstelle, wo wir gestorben sind, ne? Ich habe das Gefühl, wir sind ganz, ganz nah. Müssen die Sachen doch irgendwo rumliegen? Och Mann, ich will meine Sachen zurück. Respektiere meine Autorität, ist das nicht Cartman? Jetzt schwören könnte ich, ich bin von oben gefallen. Schauen wir mal. Nee, noch lange nicht. Wir müssen mehr in die Richtung, ne? Na gut. Machen wir unser Abenteuer mal weiter. Kann doch nicht euer Ernst sein, dass es da drüben sein soll. Wie soll ich denn da hinkommen? Lebend! Oh, ich dachte, das wäre meine Waffe. Ach Mann! Kurzer Schock. Vor allem, ich habe auch keine Möglichkeit, hier wie wegzukommen. Ich habe 3 Steine, die muss ich halt wirklich gut einsetzen. Ja, zum Glück habe ich wenigstens Steine. Also alles taktisch ausnutzen, was ich habe. Und das ist nicht viel. Shit, ich habe es doch fast geschafft. Ich mache doch nie Jump-Runs. Warum quält ihr mich jetzt damit? Ach Mist. Nein, warum? Ja. Das Abenteuer im Nether. Scheiße. Okay. Ich könnte versuchen. Was mache ich mir da so einen Stress? Tolle Wurst. Okay. Ich muss also mehr in die Richtung, ja? Ach, so ein Scheiß, ey. Warum tue ich mir das an? Warum? Nein, bitte kein Gast. Alles nur das nicht. Nein, er ist direkt neben mir. So, wie soll man sich orientieren an einem Ort wie diesen? Ich meine, ist ja nicht so, als könnte ich mir Koordinaten so gut merken. Also kann ich nicht. Scheiße. Das ist doch nicht dein Ernst. Vor allem, ich habe nicht nur Deadlines-Dias verloren, sondern auch meine. Also es ist ja nicht irgendwie, dass es nur halb so schlimm ist. Nein, es ist doppelt so schlimm. WTF? Was hast du denn für eine Range? Das kommt mir bekannt vor. Okay, ich muss irgendwie da hochkommen. Ich muss am Gast vorbei. Ich schlag den zusammen mit meinen eigenen Händen. Nicht angreifen. Oh, ich bin zurück. Das hat sich ja voll gelohnt, ey. Also rein theoretisch sind die Chunks oder sind die Sachen, die ich verloren habe, in einem anderen Chunk. Ne? Was so viel bedeutet wie, ich habe doch ein bisschen mehr Zeit, als man denkt. Auch wenn ich jetzt gleich tot bin. Ich bin wieder zurück. Ah.
Nein, das ist jetzt keine Sackgasse, oder? Wo bin ich jetzt ganz genau? Ich bin noch weiter weg als vorher. Da ist mein Scheißklumpen. Och, verdammt. Ich bin... Oh, nein. Aber ich bin schon irgendwo nah dran. Warte mal. Ich glaube, ich hatte in die Richtung geguckt, ne? Heißt, ich komme... Ja klar, wenn da das Spawn ist, dann muss ich da auf jeden Fall hin. Okay, gut. Navigation gefunden. Und wie kommen wir da jetzt hin? Wie bin ich denn da raufgekommen? Also ich bin da runtergesprungen und dann war es irgendwie ein leichtes doch. Keine Ahnung. Scheiße. Ach Mann. Wer nicht meine Sachen findet, schreibt es mir in die Kommentare. Wette drum. Ich werde sie finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich heute für mich tue. Und sehr lange Zeit habe ich jetzt nicht. Einfach nur, weil heute ja endlich das Monster Hunter World Demo-Ding ins Kichs kommt. Und ich will damit ein bisschen was so rumspielen. Und ich kann es kaum erwarten, deswegen habe ich so lange Minecraft angemacht. Ich fasse nicht, dass ich dem Gas hinterherlaufe. Ich muss geisteskrank sein, ey. Erstmal sich Kontakt unterbrechen. Genau. Und dann gehen wir am besten in die Richtung. Lass mich bitte in Ruhe, Gast. Dankeschön. Das sieht fast schon wie gewollt aus, oder? Ist eine von meinen Kollegen hier lang? Nein. Ich kann auch nicht graben, sonst schlage ich einen von denen. Jetzt hänge ich hier unten. Ich bin verloren! Oh. Vor allem, wenn ich jetzt die Koordinaten finde und die Teile sind nicht mehr da. Oh. Vor allem, ich weiß ja nicht mal, ob ich dann da bin. Das ist ärgerlich. Vor allem, selbst wenn ich es auf die Burg schaffe. Wie hoch schätzt ihr meine Überlebenschancen, dass ich da lange bleibe? Wahrscheinlich nicht allzu hoch, ne? So, wo habe ich mich wieder verlaufen? Oh, ich laufe fast richtig. Eigentlich muss ich in die Richtung, ne? Da hinten befindet sich mein Schatz. Freunde, wenn ich es schaffe, meine Klamotten wiederzufinden, ich schwöre es euch, ich werde morgen für euch den ganzen Tag streamen und zwar ein Spiel eurer Wahl. Wäre das nicht geil? Jetzt habt ihr auch einen Grund, mir Motivation zu wünschen. Das kommt mir bekannt vor. So. Die Zahl links muss ich verringern und die Zahl rechts vergrößern. Okay. Ich habe gerade was aufgesammelt. Keine Ahnung, frag mich nicht. Weil ich bin definitiv in der Nähe einer Burg gestorben, ne? Das sieht mir noch nicht aus nach meinem Tod. Aber die Burg ist immer noch da. Und irgendwer meiner Kollegen war hier. Und es ist noch nicht despawned. Ja klar, hier war irgendjemand. Und ich wette, es ist Deadline. Seine Sachen, die ich gefunden habe. Das heißt, mein toter Körper kann nicht allzu weit entfernt sein. Okay, hätte ich jetzt ein bisschen Holz, hätte ich sogar Nahrung gehabt. Aber Holz kannst du ja knicken wahrscheinlich, ne? Das meine Sachen? Nein. Oh, je. Nein, bitte nicht.
Warum rieselt das da so runter? Oh, das bedeutet nichts Gutes. Okay, gucken wir mal, in welche Richtung wir müssen. Wie kriegt das denn? Wo ist denn die Richtung? Hi, Freund oder Feind? Gott sei Dank. Was ist das denn? Was ist das denn? Ist das irgendwie so ein Eisenblock oder so, den einer von meinen Kollegen getan hat? Nein! Quarzblöcke! Ah! Okay, hier war auf jeden Fall einer. Bitte nicht töten. Bitte nicht töten. Ich bin unschuldig! Ich sehe nichts. Oh Gott, ich laufe direkt auf ihn zu, ne? Ist direkt hinter mir. Lauf einfach nur, Zero, lauf. Oh. Scheiße, Mann. Wo soll ich hin? Navigation! Lass mich nicht im Stich. Okay. Ich laufe wieder in die richtige Richtung. Okay, ich gebe mir noch 5 Minuten. Wenn ich sie nicht finde, dann muss ich sie alleine suchen. Da war es auch. Oh! Auch nicht. Da ist einer von meinen Kollegen hoch. Okay. Das heißt, eventuell ist das die richtige Richtung. Denn wo Deadlines Sachen sind, oder wo Deadline lang ist, sind auch meine Sachen. Ist wahrscheinlich. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Bin ich hier ansatzweise richtig? Gucken, was F3 sagt. Eigentlich dein Ernst, nicht dein Ernst. Oh Gott. Puh. Ich bin beschäftigt mit Überleben, Leute. Ich muss überleben. Ich kann nicht schreiben. Habe ich es gefunden? Mein Todesort? Bist du hier irgendwo? Ich glaube, ich bin hier richtig. Muss ich nur rechtzeitig zu meinen Sachen kommen. Bevor ich da ankomme. Ich glaube, hier war es, oder? War es hier? Nee, ich muss ja irgendwie hier raufgekommen sein, ne? Ja, scheiße, Mann, wie komme ich denn weiter runter? Wie komme ich hier jetzt weg? Das ist scheiß Licht, ich sehe gar nichts. Oh. Oh. Ich überlebt. Oh Gott! Achte auf deine Füße. So. Bin mal gespannt. Deadline wird ja die Folge sehen. Vielleicht war es wirklich sein Weg und er sieht jetzt sein Quarz wieder und alles. Das wäre eine richtig schöne Zusammenführung. Die Deadline-Quarz-Zusammenführung. Übrigens, die Kämpfe, die finden morgen am Sonntag statt. Heute habe ich keine Lust gehabt, das Ganze zu berechnen und alles. Also seid mir nicht böse. Nein, bitte nicht schießen. Oh. Hm. Hm. So, hier ist eindeutig zu viel Quarz, also hier war ich nicht. Und ich mehr viel essen. Pilze kann ich nicht essen. Ich putze die Pflanzen. Wow. Toll. Oh Gott, nein, ich bin tot.
Ja. Gute Freunde, irgendwie brenne ich. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Ob das alles hier abfackelt, wenn ich in der Nähe stehe? Naja, egal. Haut rein, Leute. Euer Zero. Tschüss.